David Brandl, zwei überzeugende Siege letztendlich in der Euroleague gegen die Hard Disciples. Wie zufrieden seid ihr? Sehr zufrieden. Ja, waren schon zwei starke Spiele, wir haben viele Hits gehauen. Ja, waren starke Spiele. Du selber auch als junger Pitcher reingekommen heute im zweiten Spiel. Generell die jungen Spieler wieder ihre Chancen gekriegt in der Euroleague. Ist das was, was den Coaches auch wichtig ist, dass ihr da auch Chancen kriegt in der Euroleague, euch zu zeigen dann? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe heute ja mein Debüt gefeiert. Ja, war stark. Alles gegeben. Aber es ist den Coaches auf jeden Fall wichtig, dass wir jungen Spieler auch zum Einsatz kommen. Ist ja auch wichtig, ihr braucht viele Pitcher mit vielen Innings, die geworfen werden müssen. Jetzt geht es am Wochenende gegen Bad Homburg. Ist ja ein Team, das man in den letzten Jahren immer eher am Ende der Tabelle gefunden hat. Was muss man machen, um da trotzdem voll konzentriert reinzugehen, dass man sich da nicht dass man das nicht auf die leichte Schulter nimmt? Naja, wir werden uns auf jeden Fall gut vorbereiten. Sehen, dass wir weiterhin viele Trainingseinheiten reinstecken. Und ich hoffe, ich bin auch dabei. Wünsche ich euch viel Erfolg fürs Wochenende. Gratuliere nochmal zu den zwei Siegen. Danke. Okay.